Ja, auch von mir erstmal vielen Dank, dass Sie alle da sind. Vielen Dank für die super Organisation und die Einladung von Jung und auch nochmal von mir vielen Dank, dass ihr Constructive Disobedience unterstützt habt. Weil hier gibt es auch diesen Link und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, solche Veranstaltungen zu finanzieren. Und es ist super wichtig, dass wir bei euch diese Unterstützung erfahren haben. Also vielen Dank. So, was? Okay, das funktioniert schon mal. Ich habe meinen Vortrag genannt Vers une architecture juste und das würde ich mal übersetzen hin zu einer fairen Architektur, weil das ist was, was mich ziemlich umtreibt. Wer vielleicht Kontextur ein bisschen kennt, der weiß das auch. Wie kommen wir zu einer fairen Architekturproduktion? Das wäre mein Wunsch. Ich habe natürlich auch keine Antworten darauf. Aber ich denke, das ist gut, das mal so als Leitfrage mitzunehmen, weil wir müssen dahin kommen, dass wir alle mitdenken. Also unsere Umwelt, irgendwie Flora und Fauna, und uns Menschen. Weil gerade, was wir erleben, ist ja immer, wenn ich an einer Stelle jemanden mitdenke, ich möchte umweltgerecht bauen, dann mache ich das meistens auf dem Rücken von Architektinnen, die dafür lange Überstunden machen müssen oder von Bauarbeiterinnen, die vielleicht auf einer solidarischen Baustelle sich mit dafür einsetzen. Und es ist gar nicht so einfach, weil wir denken das immer, gerade wenn man in diesen Bubblen, wie wir das ja immer hören, steckt, so wie wir oder ich ganz stark an der universitären universitären Blase, dass wir ja so viel über dieses Thema reden und wir sind ja so weit und es geht ja immer nur darum und immer nur Klimakrise und Bauen für klimagerechtes Bauen. Aber wenn ich dann durch meine Stadt gehe, durch Leipzig, da sieht es ganz anders aus und ich denke, das ist eine der wichtigsten Fragen, wie kommen wir gerade von diesen experimentellen Leuchtturmprojekten, den Pavillons, den Umbauprojekten, die jemand irgendwie auf der Uckermark so als Manufaktur macht, wie kriegen wir das eigentlich gesamtgesellschaftlich ausgerollt? Und genau, ich denke, es ist nötig, wir arbeiten alle dafür. Aber wer, wie ich in den letzten Tagen, stark in die Nachrichten geschaut habe, dann wird einem doch ganz anders, weil wir sind, glaube ich, gerade in der Phase, wir haben, also ich merke es stark, ich finde, ich merke es stark, wenn ich nach Berlin komme, das Aggressionslevel ist hoch, die Gesellschaft wirkt angespannt und man hat das Gefühl, man kommt auf diese Kipppunkte zu und das Wichtige dabei ist ja, dass sie sich, also die sind hier lokal, aber die sind auch global. Und ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht. Ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Bei mir in Leipzig kommt der Waldbrandgeruch teilweise aus Mecklenburg-Vorpommern an. Aber wir spüren hier auch den Rauch von kanadischen Waldbränden. Wir haben Dürre, wir haben Überschwemmungen. Und gerade diesen Sommer merkt man auch, dass sich das Wetter, das Sommerwetter ganz, ganz intensiv verändert, dass es bedrohlich wird. Also allein ich bin, glaube ich, jetzt in den letzten 3 Wochen 4-mal in so fast sturmartige Wetterlagen reingekommen, die total unerwartet kamen. Und ich weiß, dass es in Berlin auch so war. Und man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass wir gerade in einer gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Situation sind, dass wir diese aufkommenden Probleme gut beantworten können. Also, wir kommen nicht so gut mit dem Klimaschutz zurecht, also eigentlich die ganze Europäische Union nicht. In England sieht es auch nicht so gut aus. Interessant ist, dass gerade im Guardian-Artikel waren, dass die Chinesen, die ja immer sozusagen unser Ort sind, naja, was sollen wir denn hier in Deutschland hier Klimaschutz machen, wenn die hier in China ihre Kohlekraftwerke hochziehen, dass die auf einem wahnsinnig schnell Windkraft und Solarenergie ausbauen. Und
hier, das ist ja auch eine Frage, die immer wieder mal besprochen wird, immer wieder im Raum steht, ist unsere Demokratie überhaupt fähig, diese wahnsinnigen Transformationsprozesse, also vielleicht ist es auch gar nicht gut, das so zu betonen, dass es so wahnsinnig schwierig und groß ist, diese Umwälzungsprozesse zu meistern. So, was hatten wir noch? So, das würde ich sagen, ist eine extreme Kernfrage. Wie gehen wir mit der bevorstehenden Wohnungsnot um? Wir wissen alle, also gerade auch wenn man wieder in diesem akademischen Diskurs ist, da spukt oder geistert diese Forderung Stop Construction, was natürlich so eine Maximalforderung ist. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir als Gesellschaft, was war ein Bedarf an 400.000, 500.000 Wohnungen, Wohneinheiten pro Jahr haben, die wir einfach nicht gebaut kriegen. Also die Baugenehmigungen sind eingebrochen und dann kommen wieder die Leute, die sagen, okay, eigentlich haben wir alles, wir müssen nur umverteilen, die älteren Leute müssen aus ihren großen Wohnungen raus. Aber auch da, das stimmt zwar, wenn man sich die Zahlen anguckt, aber man, also wenn wir jetzt als Gesellschaft anfangen, so Umwohnen anzufangen, da wäre ich gespannt, was dann passiert. Aber wenn man in die Historie guckt, auch in den 70er Jahren hat sich ja nach der Ölkrise hat sich ja alles in diesem Wohnungskampf, Häuser besetzen, umgesetzt, dass sobald diese die Minimalanforderungen des Behausen der Gesellschaft nicht mehr funktioniert, wird es einfach als eingemacht, ans Eingemachte gehen. Und das sehen wir auch gerade in Frankreich. Das kann man vielleicht gleich nochmal so zurückbeziehen, wie das auch mit den Wohnmaschinen-Ideen und der Entdichtung von Corbusier, Le Corbusier zusammenhört. Aber wir merken einfach, die Stimmung ist angespannt. So, was habe ich noch? Genau, mit den Ressourcen sieht es auch nicht so gut aus. Also ob wir noch Sand und Kalk und dies alles noch lange haben werden, ist fraglich. So, das fand ich eigentlich ganz eindrücklich. Das ist, glaube ich, von vor 3 Tagen. Es kommt halt alles zu uns. Wir haben halt die Möglichkeiten, auf Bundesebene, kommunaler und lokaler Ebene zu agieren, teilweise in sehr langen Aushandlungsprozessen auf der EU. Aber es gibt keine funktionierenden Institutionen aktuell für die globale Beantwortung der Fragen. Also alles, was es gibt aus der sogenannten Nachkriegsordnung, wie der UN-Sicherheitsrat, die sind ja sozusagen schon seit 20 Jahren eigentlich nicht handlungsfähig. Und was haben wir immer, die Klimaforen, die kommen ja nicht zu bindenden Abkommen oder wenn es zu bindenden Abkommen geht, dann werden die einfach so, verstrichen gelassen. Also was da vereinbart wird, das lässt sich nicht sofort ummodeln in europäische oder nationale Gesetze. So, ich glaube, wie hat das jetzt alles mit uns und der Baubranche zu tun? Das haben Sie wahrscheinlich in den letzten, ich würde sagen, 2 bis 3 Jahren immer gehört, sehr oft gehört. Also wir, die Baubranche, haben einen großen Anteil am CO2-Ausstoß und vor allen Dingen auch, weil wir keine wiederverwendbaren Konstruktionen anhaben und mit mineralischen Materialien arbeiten, was auch wieder zurückzubeziehen ist auf Le Corbusier, weil er ganz klar in seinen Aufsätzen, also ich habe jetzt eigentlich das erste Mal komplett durch Ausblick auf die Architektur durchgeschaut, es ist ja vielmehr so eine Assemblage von Aufsätzen, die auch gar nicht so in sich eigentlich ein Ganzes bilden, sondern sie sind oft in einer Redundanz, aber zwischendurch sind wirklich so Killersätze und dann merkt man, selbst wenn das schon so lange her ist, es steckt in uns allen drin, die in den letzten 30 bis 40 Jahren unsere Ausbildungsinstitutionen durchlaufen haben. Und ein ganz interessantes Thema ist eigentlich, was er zu den heterogenen Materialien und Konstruktionen sagt. Das heißt,
die lehnt er komplett ab. Also Holz, Lehm, ist für ihn zählen nur homogene, berechenbare Baustoffe. Und in dem Fall zielt er natürlich absolut auf den Eisenbeton oder Stahlbeton. Da seine ganze Publikation ist eigentlich komplett, also einmal, was du schon gesagt hast, vor dieser Idee Luft, Licht und Liebe, wir wissen es nicht, aber auch vor der Entwicklung des Stahlbetons. Deswegen kommen wir wahrscheinlich auch an unsere Grenzen, wie wir uns heute darauf zurückbeziehen können. So habe ich auch mein nächstes Kapitel genannt, Rereading Corbu. Weiß nicht, wer in den letzten 10 Jahren Version Architektur noch mal gelesen hat. Und ich habe das jetzt mal so ähnlich wie du auch in eine flankiert und finde es eigentlich ganz interessant, das mal mit dem anderen großen Manifest oder der anderen großen Handreichung zu flankieren, die mir so im Architekturstudium und ich denke Ihnen auch an die Hand gegeben wurde, und zwar und Vitruv. Und dann ist natürlich die Frage, was folgt? Brauchen wir überhaupt etwas, das folgt? Und wenn, was sollte folgen und in welcher Konfiguration sollte das geschrieben sein und uns vorliegen? Und wie also anpassbar und resilient sollte das sein? Weil das ist natürlich interessant. Das ist ein Zitat von Kate McIntosh aus dem Guardian, auch jetzt vor ein paar Tagen erst. Und sie beschreibt halt nochmal, dass das alles nicht mehr funktioniert, was er sagt, wenn man nicht mehr wenn man die Städte nicht mehr aufs Auto ausgelegt denkt und vor allen Dingen, wenn man plötzlich ein Ressourcenproblem hat, also wenn man plötzlich den ressourcenintensiven Eisen- oder Stahlbeton rausrechnen will, dann kann man sich nicht mehr darauf beziehen. Und sie sagt dann auch mal, now of course our relationship to nature is our primary overwhelming challenge for survival. Und dass seine Thesen sozusagen on a presumption of unlimited and cheap fossil fuel gebaut sind. Und wenn wir das sozusagen nicht mehr haben, dann funktionieren auch seine Konzepte nicht mehr. Und ich finde, das ist ganz ziemlich anders als jetzt bei den 3 Schlagwörtern, nennen wir sie mal, von Vitruv, der also Firmitas, Utilitas, Venustas, die wir eigentlich so noch auf jede Bauaufgabe, auf jeden Entwurf als Grundlage zugrunde legen können. Das ist auf jeden Fall immer gültig, würde ich sagen, als Aufgabe, die wir als Bauschaffende alle haben. Und bei Le Corbusier, du hast sie ja am Anfang schon erwähnt, gibt es halt diese 5 Punkte, die ganz stark gegen ein zu überkommenes Feindbild operieren, also gestellt sind. Das ist immer, okay, das, was ich euch jetzt vorstelle, das ist gut und neu und das daneben ist der alte Zopf, der macht keinen Sinn, der ist von Dekor geschwängert und es ist einfach nur furchtbar. Und ich muss sagen, selbst wenn ich das so nie im Studium gelesen habe, habe ich absolut danach operiert. Also es war klar, unsere Konstruktion ist auf jeden Fall Stahlbeton, am besten innen und außen, Sichtbeton, vielleicht dazwischen mal eine Kerndämmung, wenn es uns gut ging, Flachdach. Stahldach haben wir uns gar nicht getraut, es war gar nicht in unserem Repertoire und es wäre auf jeden Fall auch erklärungswürdig gewesen. Das hat sich jetzt stark verändert, aber das haben wir sozusagen so implizit mitbekommen, dass das einfach nicht Phase ist, dass wir jetzt kein Steildach oder mit einem Giebel oder einem Dachüberstand machen. Und was immer noch ist, ist der freie Grundriss. Das ist, wir gucken, egal auf welches Entwurfsstudio man guckt, das ist auf jeden Fall, kommt das einfach aus den Studierenden raus, selbst wenn man es vorher ihnen gar nicht angelernt hat. Es steckt einfach drin, in was man als Architekturstudierender oder junger Entwerfer oder Entwerfende zu machen hat. Was ich interessant finde, und das ist ja auch gerade diese Phase, in der wir uns befinden, ist, dass man plötzlich sagt,
okay, wir gucken mal zurück, was ist da, und damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal. Und zum Beispiel, wenn man jetzt diese klassische Fensterordnung des Gründerzeitbaus sich anguckt, die Corbusier gegen das Langfenster klar abgelehnt hat, wenn Florian Nagler mit Thomas Auer an der TU München untersucht, welche Fensteröffnung eigentlich die sinnvollste ist, klimatisch, dass er dann wieder zu dem gründerzeitstehenden Fensterformat kommt. Das heißt, Le Corbusier hat ja seine Thesen nicht verifiziert oder falsifiziert. Okay, ich sehe schon, du hast dich schon neben mich gesetzt. Dann muss ich wohl schneller, ich bin nämlich auch noch nicht weit durch. Jetzt würde ich sagen, das, was als Konzept für uns gerade wahrscheinlich wichtig ist oder wichtig werden kann, sind die sozusagen, nehmen wir mal Forderungen, zehn Forderungen von Architecture for Future, die auch aber wieder eigentlich im System denken, die nicht klar sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ich denke, das sollten wir einfach klar vermeiden. So. Das ist ein Zitat von Le Corbusier, von Denise Scott Brown, die wirklich sehr, sehr drastisch wird. Die sagt, vor allem städtebaulich, was Le Corbusier da vorgeschlagen hat, ist einfach absolut, das geht nicht. Er war ein, he was an ass. Und das ist natürlich das, was in vielen Publikationen so aus der Zeit drin steckt, dieses Benennen des Primitiven, was überkommen werden muss. Also, das ist, nur der Primitive hat seine Städte nicht klar und weit gegliedert, sondern dort gibt es Windungen und Irrungen und Wirrungen. So. Und das ist ja auch das, was wir hier sehen, wo man halt wirklich sagen muss, da hat Le Corbusier sich wahrscheinlich ein bisschen übernommen, als es dann auf die städtebauliche Ebene gibt. Und wenn man sich den Plan Voisin heute anguckt, ich habe den im Studium auch gesehen, ich habe, schon ein mutiger Entwurf, aber eigentlich muss man natürlich sagen, es ist, also was hat der Mann sich dabei gedacht, komplett die Stadtstrukturen zu durchstechen und überhaupt nicht sensibel auf den Kontext zu reagieren. Und was halt seitdem noch der Fall ist, ist, dass die Gesellschaft mit der modernen Architektur ja auf Kriegsfuß steht, das sehen wir auch immer in Dresden, in Frankfurt wollen gewisse, oder auch hier in Berlin gibt es Rekonstruktionsbestrebungen, die auf einen früher, auf einen davor zurückfallen, weil die Gesellschaft nicht im Gespräch mit der modernen Architektur steht und weil es das auch von seit der Moderne eigentlich da sind wir ja gerade auch, es ist so spezialisiert, es ist so durchnormiert, dass wir als Gesellschaft selber nicht mehr bauen können. Und jetzt sind wir fast daran, dass die ArchitektInnen das Bauen nicht mehr durchsteigen, dass wir so viele FachplanerInnen brauchen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil, dass wir die Architektur wieder einfacher machen, robuster machen, verstehbarer machen und vermittelbarer machen. Kurze Empfehlung von mir, Der Laie und die Architektur von Max Frisch, Regie von Robert Martin Walser aus den 50er Jahren, ist ein Hörspiel, das kann man sich mal anhören. Und da hat man fast das Gefühl, der Diskurs ist gar nicht nach vorne gekommen. So, das ist ein richtig wichtig, also das finde ich auch, my critique is not necessarily about the originals, it's also about the cheap imitations. So, jetzt sehen wir hier einmal die Unité d'Habitation Massé und dann sehen wir die Plattenbauten, die überall in Leipzig und Berlin und auch überall anders stehen und wo gerade auch in großem Maße, auch in Marseille, die großen Aufstände sind, weil sozusagen mit der Zeit, mit der kapitalistischen Durchdringung der Moderne die Qualitäten aus der Moderne, aus ihren Details, aus ihren Ideen rausgesickert wurde. Und das, würde ich sagen, ist eine große Warnung, auch für uns. Das hast du auch schon angesprochen. Egal, was wir uns jetzt vorschlagen, was wir jetzt für Ideen haben, wir sollten weiter keinen Wahrheitsanspruch haben, wir sollten weiter uns im Zweifeln üben,
weil wir können einfach nicht absehen, was ist die nächste Phase und wann ändert sich die Technologie. Das heißt, wir brauchen eine Idee, eine Vision der Offenheit, der Anpassungsfähigkeit. Okay, wie lange habe ich noch? Soll ich? Eigentlich. Okay. Dann vielen Dank. Danke. Kommst du zu mir?